Heute Morgen 7.30 Uhr in der Landshuter Allee. Meterhohe Flammen und Qualm. Ein Tanklaster und ein Kiestransporter sind frontal zusammengestoßen. Beide brennen. Schon kurze Zeit später sind die Einsatzkräfte vor Ort. Der Kieslaster, der hier betroffen ist, ist auf der Landshuter Allee in Stadtauswärtsrichtung gefahren, ist dann aus ungeklärter Ursache bislang über den Mittelstreifen gekommen und ist dann in den Gegenverkehr reingeraten. Da ist zu dem Zeitpunkt eben der Tanklaster stadteinwärts gefahren und es ist hier zum Zusammenstoß gekommen. Der Fahrer des Tanklasters konnte das Führerhäuschen noch rechtzeitig verlassen. Der Fahrer des Kieslasters wird tödlich verletzt. Die größte Herausforderung für die Feuerwehr, der Tanklaster war mit brennbarer Flüssigkeit befüllt. Die Gefahr war schnell entschärft, weil man gesehen hatte, dass der Tank durchgebrannt war. Das heißt, es entsteht kein Druck in dem Tank, der explodieren könnte, sondern es ist lediglich, wenn man das so frei formulieren kann, abgebrannt. Und somit war nur die Rauchentwicklung und der Brand die Gefahr. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Auch die Kühlung des Tanklasters ist gelungen. Die schwierigste Aufgabe, die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen. Es ist ein Riesenaufwand. Brennbare Flüssigkeiten kann man nicht einfach mit einer normalen Gartenpumpe umpumpen. Auch der Aufbau dauert, bis alles sicher ist. Und natürlich muss für die gesamte Zeit ein Brandschutz sichergestellt werden. Wie es zu diesem Frontalzusammenstoß kommen konnte, wird jetzt von einem Gutachter geklärt. Die stundenlange Sperrung der Landshuter Allee hat für ein Verkehrschaos auf dem Mittleren Ring gesorgt.